herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem durchnässten Commander Hering Shepard. Wir spielen Mass Effect 2 weiter. Wir befinden uns hier in einem Bankgebäude oder was auch immer das war. Hier wollte sich Liara mit einer Kontaktperson treffen. So viel wissen wir, dass bei diesem Treffen irgendetwas schiefgelaufen sein muss. Das wissen wir mittlerweile auch. Und jetzt sind wir eigentlich nur noch auf der Suche nach Liara. Und eventuell verbirgt sie sich genau hinter dieser Tür. Zumindest haben wir eine Sequenz. Ein paar Sekunden früher und ich hätte sie aufhalten können. Ist das Sekat? Muss es wohl. Kein Hinweis auf die Daten, von denen Liara sprach. Sieht aus wie eine Sackgasse. Ach, übrigens, haben Sie die Leiche Ihrer Freundin gefunden? Meinen Sie diese Leiche? Ups. Liara. Etwas, das ich wissen sollte? Das ist die Frau, die mich umbringen wollte. Sie hatten einen harten Tag. Ich lasse das mal durchgehen. Warum senken Sie nicht Ihre Waffe? Ich habe Sie gesehen. Ich bin danach wieder zurückgekommen. Sie sind in mein Apartment eingebrochen. Dann haben Sie mich also nur benutzt, um die Nachricht zu finden? Nichts Persönliches, Shepard. Ich brauchte nur etwas Hilfe, um Liara aufzuspüren. Sobald sie meinen Aufenthaltsort hatte, hat sie die Männer der Shadow Broker verständigt. Die haben das Gebäude gesprengt, um mich auszuschalten. Sie hat Sekat gefunden, seine Daten genommen und ihn getötet. Sie hat die Disk vermutlich noch bei sich. Gut geraten. Auch wenn sie nie sehen werden, was drauf ist. Rein, Blutschlampe! War ein Versuch wert. Ja, dann lasst mal hinterhergehen, sobald wir hier fertig aufgeräumt haben. Okay, das kriegen wir hin. Gut, ja, Mensch, da verpassen wir ja jetzt den ganzen Azari-Bitchfight zwischen den beiden. Ich wusste es doch. Es war doch irgendwie diese komische Spectre-Frau, die kam mir ja gleich im ersten Moment irgendwie seltsam vor. Also, ist zwar schön und gut gewesen, dass sie irgendwie da war, aber irgendwie auch nicht. Und, ja, da war doch irgendwie... Da war doch fast klar, dass da irgendwas im Argen sein muss. Mein Gefühl hat mich an der Stelle also nicht getrogen. Und auch wenn ich das Ganze schon mal gespielt habe, ich wusste das nicht mehr. Also, davon mal abgesehen. Ich habe wirklich... Das war mein Instinkt quasi, der das gesagt hat. Ja, ja. Mein Instinkt war das. So. Dann gehen wir mal leicht bedröppelt hinterher. Und hoffen auf das Beste. Nämlich vor allem, dass Liara irgendwie noch lebt oder so. Das wäre zumindest ganz nett. Okay. Wäre aber noch schöner, wenn wir selber irgendwie darauf achten könnten, eine Weile zu überleben. Wer hat hier die scheiß Granate geworfen? Ganz ehrlich, wer war das? Wer war das? Warst du das? Oder war irgendjemand anderes das? Also das kann ich an der Stelle überhaupt nicht gutheißen. Da hinten ist schon wieder irgendwie so ein Raketenwerfer. Fuzzi. Ups. Badum, badum, badum. Ich hantiere viel zu viel mit dem Scharfschützengewehr rum. Bei solchen Sachen wie hier lohnt sich das auch teilweise tatsächlich mal. Muss man ja so sagen, weil die Distanz zwischen mir und meinen Gegnern ja doch relativ beträchtlich ist. Aber zwischenzeitlich sollte ich vielleicht dann doch irgendwann mal wieder wechseln. Aber wie gesagt, so für den Moment, für so einen Kampf hier, so ein Fight hier, würde ich sagen, für so einen Kampf hier, da lohnt sich das eigentlich tatsächlich mal. Und so haben wir mal ein bisschen Abwechslung drin. Normalerweise hantiere ich ja auch nur mit dem Sturmgewehr, ne? Also von daher, das passt schon. Das Let's Play ist lang genug, da kann man ja durchaus ab und zu mal auch andere Waffen
benutzen oder so. Vielleicht sehe ich das ja einigermaßen richtig und ihr findet das irgendwie auch in Ordnung oder so. Auch wenn die meisten von euch mit meiner Spielweise sowieso nicht einverstanden sind, weil ich irgendwie alles falsch mache. Aber das ist egal, ja, ja. Hauptsache, wir kommen irgendwie durch und Hauptsache, wir lassen uns hier nicht von irgendwelchen Shadow Broker Heinis kaputt machen. Wäre zumindest ganz gut. So, Angelegenheit geklärt für den Moment. Es sieht so aus. Lasst uns mal das Gebäude verlassen. Sie hackt was aus. Oder sie ruft einfach nur ein Taxi. Sie ruft nur ein Taxi. Mir geht's übrigens gut. Danke der Nachfrage. Wir nehmen Stain. Garrus nimmt dann den Bus. Oder so. Keine Ahnung. Dupdi-dup. Ja. Öffentlicher Personennahverkehr. Der Grauen schlechthin. Aber gut, Garrus wird damit klarkommen. Ich weiß es. Er ist Spezialist und Experte. In irgendwelchen Dingen. Dementsprechend, er wird damit zurechtkommen. Mit dieser ehrenvollen Aufgabe, irgendwo ein Zugticket, ein Busticket, ein Ticket zu ziehen. Ja, ja. Gut. Oh, 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 ich glaube, oh, 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 wir erleben mal jetzt was anderes hier in Mass Effect 2. Das ist ja lustig. Nach rechts. Nein, Moment, links. Eine reinrassige Verfolgungsjagdsequenz, in der wir tatsächlich dieses Schiff hier steuern dürfen. Das ist ja lustig. Boah, das sieht ja schon irgendwie geil aus, um auch wenn es von der Handhabung sehr simpel ist. Wir fahren doch nicht in die bin ich ganz ehrlich. Zielverlust? Nein, nein, nix Zielverlust. Ups. Wow. Es steuert sich sehr direkt. Ich bin die ganze Zeit auf dem Boost-Knopf übrigens drauf mit LT und versuche für den Moment irgendwie hinten dran zu bleiben. Ich mach ja. So. Verkehr, Gegenverkehr. Ja, Gegenverkehr. Mensch, habe ich gesehen. Zufälligerweise. Da möchte ich bitte nicht reinfliegen, sondern stattdessen hier dann so durch und so weiter und so fort. Nee, nicht gut. Boah, nicht in die dämlichen Minen hereinfliegen wäre zumindest ganz gut. Oh, kannst du mir nicht erzählen? Ich bin so nah dran. Nein. Ich hätte auch so gerne eine andere Kameraperspektive, offen gesagt. Eine, die ein bisschen weiter... Was zum Teufel? Eine, die ein bisschen weiter oben zu sehen ist. Eine Kollision bei der Geschwindigkeit. Können wir noch bestimmt ein bisschen schöner machen. Aber na gut. Ich mache halt so, wie ich denke. Das ist ziemlich viel Gegenverkehr, wenn man das so sieht. Oh ja. Der Verkehr der Zukunft. Wir lieben es. Ich glaube, wir sind dran geblieben. Sauber eingepackt. Unseren roten Augen der Verdammnis wird sie niemals entkommen. Bin auf Azur abgestürzt. Brauche Verstärkung, verdammt. Wir sehen schon so ein bisschen aus wie so ein Oller Terminator. Also mit unseren roten Augen. Finde ich persönlich. Aber es hat etwas sehr Roboterhaftes. Aber okay. Gut. So. Sie bekommt schneller Verstärkung als gedacht. Die Leute vom Shadow Broker sind auf Zack offenkundig. Was wenig Spaß macht. Halleluja, was ist denn los? Oh Gott.
Okay, ich weiß nicht genau, was der hier so blöde geschossen hat, aber das hat ziemlich viel Aua gemacht, was ich absolut nicht mochte. So, kommen die auch von irgendwelchen anderen Seiten oder so angerannt? Bin mir da gerade ein bisschen unschlüssig. Vorsicht, Blendgranaten. Links, rechts, geradeaus. Blendgranaten? Ich sehe keine Blendgranaten. Haha. Links, da, dort, irgendwo. Okay, wäre es jetzt langsam an der Zeit, vielleicht mal eine andere Waffe auszugraben oder so? Eventuell. Präzision. Ach, wir nehmen einfach das Sturmgewehr. Passt schon. So, so, dich damit erledigt, dich damit auch erledigt. Und jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück, damit ich kurz mal Kraft tanken kann. Okay. Liara, machst das gut. Fane macht das bestimmt auch gut. Und ich glaube, da kam jetzt noch mehr, oder? Dies finde ich nicht in Ordnung, dass die unendlich viel Verstärkung anfordern können. Ich habe so viele Leute in meiner Crew und die schaukeln sich gerade die Eier auf der Normandy. Also... zumindest die, na gut. Ich würde sagen, zumindest die Eier haben. Also, aber, na gut. Bei manchen alienhaften Spezies ist das ja zumindest auch nicht so unbedingt klar, tatsächlich. Aber das interessiert uns an der Stelle eigentlich nicht so wirklich, deswegen denken wir da nicht weiter drüber nach. So, dupdidup. Wir machen hier noch mehr Leute kaputt. Leute kaputt. Leute kaputt. Was war das für einer? War der wichtig oder nicht? Man weiß es nicht. Irgendwo dort hinten ist ein Bankterminal, das ich mir bei Zeiten ganz gerne mal zur Gemüte führen könnte. So, dich mache ich so kaputt. Was zum Teufel? Ich weiß nicht, wie sie mich getroffen haben. Ich weiß nicht, wann sie mich getroffen haben. Ich weiß nicht mal, wer mich getroffen hat. Aber, oh, ganz böse Granaten, die Aua machen. Und die Commander Hering Shepard unter Umständen ins Jenseits befördern könnten oder auch nicht. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Gut, das war saubere Arbeit, Liara. Ich glaube, ihr habt das jetzt soweit. Ups. Ich meine, dafür ist Thane ja auch so wunderbar praktisch, sage ich mal. Wo ist denn das Bankterminal? Er arbeitet ja auch mit einem Präzisionsgewehr, also Feinde aus der Distanz stellen für ihn absolut kein Problem dar. Dementsprechend ist es vielleicht eigentlich sogar eine ganz gute Kombination, wenn ich selber... Die dumm. Wenn ich selber eben mit etwas arbeite, das ein bisschen mehr... Wer spricht denn da mit mir? Spricht überhaupt jemand mit mir? Oder mit irgendjemand anderem? Oder wie auch immer? Wir dringen hier in irgendwelche Apartments ein, die uns nicht gehören. Das könnten irgendwelche Leute vielleicht doof finden. Oder so. Bin mir da ja nicht so sicher. Zicke, zacke und so weiter. Vor allem, wenn ich irgendwelche Safes dann noch nebenbei knacke. Als ob es kein Morgen gäbe oder so. Ist ja nicht so, dass wir hier in irgendeiner feindlichen Basis wären oder so, ne? Das heißt von daher, eigentlich ist das ziemlich unrecht, was ich hier tue. Aber okay. Energiezellen. Das müsste sie bremsen. Aha. Was das wohl ist? Schadensschutz, Forschungsdaten. Interessant. Was meinte Liara jetzt mit Blutspur? Weil ich persönlich habe jetzt keine gesehen. Ach so. Da lief der Fernseher, oder? Gast? Hey, wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Ich kann das hier nicht mal aufschießen. Das ist Panzerglas, oder was? Ich hätte jetzt gern nochmal irgendwie... einfach nur so... schlüpfriges Video. Na, wenn das für die schon schlüpfrig ist. Was für ein Hotel ist das? Also... ein Luxusressort mit einer exotischen Komponente. Azor ist in einigen Gegenden von Ilium ein Set-off für ein gewisses Asari-Körperteil. Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Dupdidup. Okay. Gut. Ja, reden wir nicht weiter drüber.
ist ja auch vollkommen uninteressant und so. Jetzt für den Moment zumindest. Hust, hust, hust. Ja, dann verfolgen wir unsere mächtige Inspector dann mal weiter. Vermutlich ist sie gar kein Inspector, oder? Das hat sie nur so gesagt, um unser Vertrauen zu erlangen. Sie hat viel Blut verloren. Wir kommen ihr. Ach so, das ist ihr Blut. Das muss man ihr lassen. Also ist sie doch ein Spectre. Na gut, Frage beantwortet. Dankeschön. Das Spiel weiß absolut, was ich denke, was ich mir so ausmale und worauf das Ganze noch so hinausläuft. Medizinische Station. Die haben alle so große Wohnungen. Es ist so geil. Wie schön muss das sein, in so einer großen Wohnung zu wohnen und dann irgendwie diese Wohnung zu befüllen mit Möbeln und so. Und so weiter und so fort. Mass Effect. Mass Effect meets Animal Crossing. Das hätte doch irgendwie was. Wohnungen der Zukunft einrichten. Oh ja. Privates Daten, blups. Noch mehr Credits für Commander Hering Shepard. Für unsere Kriegskasse. Die will ja schließlich anständig gefüllt sein. Ich muss, glaube ich, sogar dort vorne raus. Die Bluttapser sagen ja. Mittlerweile dürfte nicht mehr viel in ihr drin sein, glaube ich. Ist aber nur so eine Vermutung. Es ist vorbei. Hey, hey du, komm her. Wie heißt du? Mariana. Mariana, du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Bitte? Selbst wenn sie hier rauskommen, verlieren sie ihren Spectre-Status. Sie haben das Handelszentrum angegriffen. Glauben Sie? Ich denke, das waren Cerberus-Terroristen. Wem wird der Rat wohl eher glauben? Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte, ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Soll Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Energiezellen auch. Eine Geisel als Schutzwall, Vasir? Kein Mut für einen echten Kampf. Typisch Asari. Thermomagazine weg, Shepard. Ihr Mädels solltet wirklich beim Tanzen bleiben. Eigene Stärken nutzen, Sie wissen schon. Die Magazine weg! Ich werde Ihre Geisel töten, Vasir. Und dann zeige ich Ihnen, wie ein echter Spectre seine Probleme löst. Sie blöffen. Jetzt, Liara. Badauts! Sie haben uns gesehen. Gut. Und Mariana nur so. Sie wollten mich nicht wirklich. Also, sie hätten mich nicht wirklich geopfert, oder? Und Shepard so. Oh doch, das hätte ich. Ja. Gut. Okay. Ich liebe es, das Ganze ein bisschen freier zu interpretieren, meine Handlungsweise und so weiter und so fort. Und wir treffen hier jetzt übrigens auf einen Gegner, der mal ein bisschen mehr auf dem Kasten hat. Also, die gute Frau hat ihren Spectre. Wow, ihren Spectre-Status eindeutig verdient und sie agiert auch so und das Ganze macht wenig Spaß. Hallo Thane, wo ist sie hin? Sie ist schnell. Was zum Teufel? Raketendrohne? Kommen die jetzt her? Warum sind die geschützt? Man weiß es nicht genau. Was zum Teufel? Shadowbro? Die bekommt die ganze Verstärkung hier. Ich krieg die Krise. Dementsprechend könnte der Kampf hier mal ein bisschen länger dauern. Aber, ja. Haben Sie mich vermisst? In der Tat. Wo warst du? So, hier, zack. Ich meine, so epische, lange Bosskämpfe und so, die sind in Mass Effect ja sowieso ein bisschen eine Seltenheit. Wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Na komm. Nee, Liara. Asari sehen immer so ähnlich aus. Okay, und jetzt hat sie wieder ihre Kollegen gerufen, würde ich mal sagen. Im ersten Mass Effect-Teil hatten wir ja eigentlich auch nur Saren als echten Bossgegner. Oder sehe ich das verkehrt? So richtig an andere Situationen erinnere ich mich jedenfalls nur dunkel und die waren dann auch immer relativ. Ja. Relativ schnell, also beseitigt, diese Bedrohung an sich. Von daher ist das hier mal ein bisschen was Erfrischendes. Ich glaube, das war im Endeffekt vielleicht auch so eine mit Absicht, Intention der Entwickler bei diesem DLC. Sie wollten das Ganze einfach mal ein bisschen aufpeppen durch etwas anderes Vorgehen. Oh Gott. So, ganz kurz mal verkrümeln. Und eventuell könnte sie auch jetzt schon den letzten Treffer abbekommen haben. Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadow Broker finden. Sie sind tot! Der Shadow Broker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit Ihnen. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Und wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Reden Sie sich ein, was immer Sie wollen. Der Rat würde nie akzeptieren, dass Sie für den Shadow Broker arbeiten. Der Rat? Sie haben ihn im Stich gelassen und sich 2 Jahre totgestellt, um nach Ihrer Rückkehr für Terroristen zu arbeiten. Haben Sie eine Ahnung, was Cerberus getan hat? Der Rat hat sich um die Interessen der Menschen nicht gekümmert. Jemand musste es tun. Interessen der Menschen? Ich kenne die Akten, Shepard. Kinder in biotische Todeslager entführen. Admirale der Allianz töten, weil sie Fragen stellen. Und Sie gehören zu ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Sie hatte noch erstaunlich viel Puste dafür, dass sie im nächsten Moment. Naja. Vasir ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis des Shadow Broker sein. Er wird schon bald von Vasir erfahren, wenn er beschließt, Farron zu töten. Wir geben ihm keine Zeit dazu. Wir brauchen die Tarnsysteme der Normandy, um unentdeckt in die Nähe zu kommen. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind, wenn es zu spät ist. Wie sieht der Plan aus, wenn wir dort sind? Rein, Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Ist das alles? Das ist alles. Klingt wie ein Plan. Ja, rein, raus, alles umlegen. Okay, kriegen wir hin. Bin ich dabei? Man hätte die ganze Zeit auf den linken Trigger drücken können. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie so, ob man da jetzt leichte Andeutungen bezüglich Liara machen hätte können. So im Sinne von, lass doch mal ein bisschen Knickknack machen und so. Ja, weil wir sonst nichts anderes zu tun haben oder so. Gut. Wir nehmen, ja, nochmal Fane mit. Genau, das andere Gruppenmitglied ist ja Liara für diese Mission. Und das passt dann schon. Also auf zum Shadow Broker. Der sich irgendwo in der Galaxie herumtreibt. Vorzugsweise eventuell bei einer gewaltigen Raumstation. Die cool aussieht. Oder so. Hagelas. Tagsüber kochen die Ozeane und 10 Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadow Broker. Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang.
im Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Shuttlebucht ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Aber wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen, tobt ständig ein Gewitter. Interessanter Planet also, auf dem wir uns hier befinden. Und wo dieses Schiff des Shadow Brokers herumkreist. Jo. Dann lasst mal schauen, ob wir das ganze Schiff entern können. Ich empfange Signale von einem Kommunikationssystem im hinteren Teil des Schiffs. Da unten ist nichts außer Wartungsausrüstung. Wir müssen einen Eingang in der Nähe der hinteren Schilde finden. Okay, wir machen uns auf den Weg. Und das Ganze sieht auch wieder sehr opulent aus und irgendwie cool und ja, macht Spaß. So, für den Moment. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, wo wir hier entlang gehen müssen, aber das sollte ja nicht weiter schlimm sein. Wir gehen einfach mal weiter nach vorne. Wartungsdrohnen. Ihr macht das schon, Leute. Hoffe ich mal, denke ich mal. Irgendwas kann man da bergen? Irgendwas kann man hier angreifen. Ach so, genau. Diese roten kleinen Knubbel, die würden mich nämlich ganz böse verletzen und so, wenn ich da nicht aufpassen würde. Bergungsgut erhalten. Yay. Liegt einfach mal so auf der Schiffsoberfläche herum. Okay. Nehmen wir so hin. Danke für den Hinweis. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal haben wir hier ein anderes Problem. Irgendwelche Agenten, die irgendwas von mir wollen. Schießen die auf die Kondensatoren. Okay, einmal Boom und das war's? Eventuell? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh, oh, oh. Die Dinger reparieren sich irgendwie selbstständig. Okay, schnell durchrennen, einfach schnell durchrennen. Und schon haben wir keine Angst mehr davor, gegrillt zu werden. Zumindest sollte es so sein. Das ist ja mega doof, auf was man hier aufpassen muss. Aber okay, kriegen wir hin, kriegen wir alles hin. Wie ruhig das Schiff anscheinend fährt, dass die... Ja, obwohl die ganze Umgebung eigentlich... es sieht so aus, als würde alles zum Teufel gehen. So massive Stürme und was auch immer. Die haben absolut keine Probleme, sich hier auf diesem Schiff fortzubewegen. Ich meine, jetzt kann man natürlich argumentieren, die haben irgendwelche Magnetnoppen oder so an ihren Schuhen und deswegen können die sich die ganze Zeit hier so auf diesem Schiff fortbewegen. Aber so hundertprozentig logisch erscheint mir das eigentlich nicht. Gut, aber vielleicht liegt das auch nur an mir? Wir müssen dort entlang, wir müssen dort entlang, wir müssen dort entlang. Okay, das ist irgendwie doof. Aha. Aktivieren. Oh, was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir können hier auf die andere Seite rüber. Das haben wir gemacht. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh Gott. Kurz mal innehalten, verschnaufen und im nächsten Moment dann wieder ballern, ballern, ballern. Links, rechts, geradeaus? Nee, ja, nein, vielleicht. Da hinten irgendjemand. Da war irgendjemand Wichtiges. Ich hatte jemanden mit... lila Energie gesehen. Shadow Broker Frontkämpfer. Ja, ich habe dich gesehen, Kollege. Kollegin. Asari, was auch immer. Die werden auch getroffen, glaube ich, durch diese Blitzdingse. Die Sache ist nur... ja, die gehen ja nicht so vorsichtig zu Werke. Also prinzipiell kann man da, glaube ich, ein bisschen Schaden verursachen, wenn man die Blitzdinger zur richtigen Zeit... ausschaltet, ausknipst, wie auch immer, dann sollten diese ganzen Blitze eigentlich auf die Gegner überspringen. Eigentlich sollte das sein, zumindest stelle ich mir das so vor. Gut, irgendwas kann man hier wieder bergen. Aha, gut, gut. Mehr Credits, mehr Freude, mehr Spaß. Wir bleiben natürlich nicht die ganze Zeit hier an der Außenhülle. Muss ich hier lang? Tatsächlich, ich muss hier lang. Irgendwann gehen wir auch in das Innere des Schiffes. Und über kurz oder lang werden wir dann eventuell dem Shadow Broker über den Weg laufen, nach unten zu sehen.
Man sieht doch nicht viel, Liara. Mach dir nicht so ins Hemd. Wir wurden gewaltig dieses Schiffes. Das ist der Wahnsinn. Da fragt man sich immer, wie man solche Dinge konstruieren kann. Wie das funktioniert und so. Und wie viele Personen hier beschäftigt sein müssen, um das ganze Ding irgendwie in Schuss zu halten und so. Also das ist immer so... Okay, mit Robotern und dergleichen lässt sich vermutlich in der Zukunft vieles regeln, aber eventuell doch eigentlich auch nicht alles. Oh, sind wir schon drin? Also komplett drin? Also so richtig drin? Also, wow. Was auch immer das hier ist. Ich frage mich, was wohl mit den Auftragnehmern passiert ist. Ja, vermutlich hatten die nicht mehr viel Spaß dann in ihrem Leben, aber okay. Wie das halt so ist. Na gut, kann auch sein, dass sie es einigermaßen... Okay. Wenn die einigermaßen klug waren, die Erbauer dieses Schiffes, dann werden die sich ja so unabdingbar gemacht haben, dass die von nun an auch zur Crew des Shadow Brokers gehören. Erscheint mir zumindest ein besseres Schicksal als... Ja, irgendwann einfach mal den Löffel abgeben zu müssen, weil man wird nicht mehr gebraucht. Ja, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn man irgendwie für eine mehr oder weniger krasse Organisation diverse Dinge tut und erledigt und so weiter und so fort. Gut, okay, wir werden jedenfalls noch eine kleine Weile hier auf dem Schiff herumlaufen und so, und eventuell bekommen wir sogar schon im nächsten Part den Shadow Broker zu Gesicht. Ich gebe mir jedenfalls Mühe und ich hoffe, ihr seid dann auch schon so gespannt darauf, wie meine Wenigkeit für Shadow Broker tatsächlich ausschaut und was das für einer ist und so und wie sich die ganze Situation jetzt hier tatsächlich auflöst. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich sag dann an der Stelle einfach mal Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.